Körpersprache, Liebe. Hi, mein Name ist Darius Kamadeva und ich berichte live aus dem Benghazi-Park in Thailand. Nee, ich bin natürlich kein Nachrichtensprecher, aber ich wollte das schon irgendwie immer mal sagen. Habe ich mir gedacht, jetzt wird es langsam mal Zeit. Körpersprache, Liebe. Körpersprache der Liebe oder Körpersprache der Verliebten von Verliebten. Woran erkennt man an körpersprachlichen Signalen, dass jemand verliebt ist? Fragst du dich wahrscheinlich gerade, sonst hättest du das Video nicht angeschaut. Oder du bist einfach so ein großer Fan, dass du dir alle Videos anschaust. Beide Sachen sind gut und du wirst auf jeden Fall einen Mehrwert aus diesem Video ziehen. Es gibt natürlich nicht dieses eine besondere Zeichen, was dafür verantwortlich ist, dass wir ablesen können, ob jemand verliebt in uns ist oder eben nicht. Das muss ich vorab schon mal sagen. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir ganz viele kleine Indizien haben, an denen wir uns orientieren können und die ja, zusammengenommen, sage ich mal, dafür verantwortlich sind, dass wir eine grobe Tendenz haben. Und was können solche Sachen sein? Zum Beispiel, wie sich jemand zu uns positioniert. Das heißt, wenn ich jetzt mit dir spreche, ist es natürlich ein großer Unterschied, ob ich körpersprachlich so zu dir stehe und so mit dir rede oder so zu dir stehe und dann immer so ein bisschen mit dir rede oder komplett noch weiter so über die Schulter mit dir rede. Das macht natürlich einen riesengroßen Unterschied. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man dazu auch noch die Fußrichtung, also wie die Füße gestellt sind, das macht natürlich einen Unterschied. Mal angenommen, du wärst jetzt hier oben, ich kann es nicht anders zeigen, mal angenommen, du wärst jetzt hier oben, ist natürlich ein Unterschied, ob meine Füße beide so sind, oder ob einer nur so ist oder wie auch immer. Also je mehr, kannst du dir als Faustregel merken, je mehr generelles Investment hinter der Körpersprache steht, also je mehr jemand investiert oder dafür tut, um körpersprachlich auf dich ausgerichtet zu sein, umso größer ist tendenziell das Interesse der anderen Personen. Dann gibt es natürlich auch noch Berührungen. Berührungen sind eine sehr, sehr wichtige Sache. Berührungen sind sehr aussagekräftig. Ich erinnere mich daran, dass ich damals meine Ex-Freundin vor ganz, ganz vielen Jahren, 6, 7 Jahren, nee, noch länger sogar, vielleicht sogar schon 25, ja, das ist fast schon 10 Jahre her. Aber ich weiß, damals war StudiVZ noch relativ neu. Und ich habe ein Foto von ihr gesehen aus einer Disco mit einem Typen, den ich kannte. Und er hatte so seinen Arm um sie gelegt und hatte sie so auf eine bestimmte Art und Weise angeschaut, sodass ich anhand des Fotos schon wusste, okay, da ist was gelaufen zwischen den beiden. Wir waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr zusammen, aber der Typ war eigentlich ein Freund von mir. Seitdem sind wir keine Freunde mehr, weil dann tatsächlich rausgekommen ist, dass sie was hatten miteinander an dem Abend. Beziehungsweise sie haben versucht, was miteinander zu haben, aber er hat keinen Hoch bekommen. Was ich irgendwie lustig fand, aber trotzdem hat er es versucht und wir sind keine Freunde mehr, da bin ich sehr, sehr nachtragend. Das aber nur am Rande. Auf jeden Fall kann man da anhand von Berührungen schon ja auch wieder ganz gute Tendenzen. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Auf Fotos sieht man das sehr, sehr häufig. In welche Richtung der Kopf geneigt ist von Menschen. Oftmals ist es so bei Fotos, dass derjenige, dass wir selbst unbewusst unseren Kopf zu denjenigen hinneigen, die in diesem Moment unsere größte Sympathie genießen, die in diesem Moment den größten sozialen Status haben oder die einfach in dem Moment für uns persönlich so die wichtigste Person ist. Und das ist natürlich etwas, was man sich merken kann, nicht zwangsläufig, was trifft nicht immer zu, aber wenn du mal die Fotos von dir zum Beispiel anschaust, wo du in Gruppen warst, dann wirst du da schon feststellen, dass es da diese Tendenzen gibt, dass der Kopf in diese Richtung geneigt ist, dass die Körpersprache in diese Richtung ausgelegt ist und so weiter. Man muss ein bisschen darauf achten. Manchmal, wenn Leute ganz am Rand stehen von Fotos, die wollen dann, lehnen sich so rein, dass sie quasi noch mit aufs Foto drauf kommen. Das sind natürlich ein paar Ausnahmen, aber wie gesagt, so ein paar Faustregeln. Dann, ganz wichtiger Faktor sind die Art und Weise, wie man Menschen berührt. Wenn Menschen frisch verliebt sind oder wenn Menschen eine sehr innige Beziehung miteinander haben, dann wollen sie so viel Nähe und so viel Berührung wie möglich. Das heißt, mal angenommen, ich kann das jetzt nicht anders darstellen, aber mal angenommen, ich würde jetzt weggehen und ich würde quasi, ich hätte meine Hand eigentlich hier bei einer Frau und ich würde dann weggehen, dann würde ich mit meiner Hand hier so entlang fahren und dann versuchen quasi noch jeden Zentimeter so mitzunehmen quasi. Und das ist ein sehr, sehr großer Indiz. Also wenn
der Mann oder die Frau, mit der du dich bewegst, versucht, so viel Körperkontakt, so viel Nähe, Intimität mit dir auszutauschen wie möglich, dann ist es schon ein gutes Zeichen dafür, dass er oder sie verliebt in dich sein könnte. Wie gesagt, auch nur ein Indiz. Es gibt nicht dieses eine besondere Zeichen. Und so gibt es natürlich noch ganz viele andere Zeichen, auf die du achten kannst. Wenn du dann ganz viele Indizien zusammennimmst, das heißt, wenn du ganz viele, da kommt gleich ein kleiner asiatischer Junge vorbeigelaufen, der hat mich schon die ganze Zeit von da vorne beobachtet, läuft ja noch mal vorbei. Wenn du die ganzen Indizien zusammennimmst, dann ist es schon so, dass du, ich sag mal, ein relativ genaues, ein relativ sicheres Bild davon bekommst, ob jemand verliebt in dich ist oder nicht. Falls du dir nicht sicher sein solltest, ob jemand verliebt in dich ist oder ob er nicht in dich verliebt ist oder sie, dann ist es gar kein Problem. Ich habe ein extra Video dafür aufgenommen mit 3 Dingen, die du unbedingt beachten musst, wenn du möchtest, dass jemand sich in dich verliebt und oder verliebt in dich bleibt. Dieses Video, es ist ein etwas längeres Video, es ist ungefähr 3-mal so lang wie das hier, weil ich da deutlich tiefer in die Materie nochmal einsteige als in diesem hier, findest du, wenn du auf den Link in der Beschreibung unterhalb dieses Videos, also da unten irgendwo, draufklickst, beziehungsweise wenn du es auf Facebook sehen solltest, dann vielleicht daneben oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist hier irgendwo ein Link und wenn du auf den Link draufklickst, dann erhältst du dieses Gratis-Video. Es gibt eins für Männer, es gibt eins für Frauen. Wenn du auf dem YouTube-Männer-Kanal bist, kriegst du logischerweise das für Männer. Wenn du auf dem YouTube-Frauen-Kanal bist, kriegst du logischerweise das für Frauen. Sie sind insgesamt relativ ähnlich. Es gibt nur ein paar kleine Unterschiede, aber keine allzu großen Unterschiede. Wie gesagt, das ist wichtig. Sicher dieses Gratis-Video auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn du das Video mit einem Daumen hoch positiv bewertest, wenn du es gegebenenfalls an deine Freunde schickst oder einfach mit anderen teilst, damit du es mir ein bisschen einfacher machst, dieses Wissen, sag ich mal, raus in die Welt zu tragen und dafür zu sorgen, dass Menschen einfach glücklichere Beziehungen führen können. Ansonsten, wenn du Fragen haben solltest oder Anregungen, was dir gut gefallen hat, was dir nicht so gut gefallen hat, was du gerne wissen würdest, konkrete Fragen, wie du siehst, ich gebe mir immer Mühe, auch Fragen von Leuten zu beantworten. Ich bin gerade verwirrt, weil die Tauben wurde gerade weggeschickt. Ich glaube, man sieht sie da hinten so fliegen. Das ist nämlich eine Security hier. Und ich wollte, dass sie da hinkacken. Wenn du Fragen haben solltest, dann stell die Fragen ruhig unterhalb dieses Videos in der Kommentarfunktion. Ich gebe mir Mühe, alle Fragen zu beantworten, entweder mit einem eigenen Kommentar oder mit einem eigenen Video. Und wir sehen uns ansonsten in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis bald.